los. Promi-Geflüster wieder mit einer sommerlichen Ausgabe und heute sind wir ganz, ganz aktuell, denn morgen gibt es schon wieder eine neue Sendung von Immer wieder Sonntags, die dritte Folge. Und natürlich, ihr wisst ja, es gibt den Sommerhitkönig zu wählen und letztes Mal in der letzten Sendung ausgelost wurden Brennholz. Das sind vier junge Burschen aus dem schönen Tirolerland und einen der vier, den habe ich jetzt ganz kurz bei mir im Interview. Gleich nach den Proben ist er jetzt hier ans Handy gezwitscht und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo, servus, Matthias, grüße dich. Ja, die Herr, ich höre gar nichts. Ist zu laut bei dir, oder wie? Ja. Ah, das kriegt man schon kurz hin. Ja. Ganz kurz, Brennholz. Das passt schon, das ist schon ruhig. Ganz kurz, Brennholz, ihr seid eine ganz junge Truppe aus dem schönen Tirolerland. Wo kommt ihr genau her und wie lange gibt es euch schon? Ja, mehr Fähre kann man eben aus dem Tirolerland. Ein bisschen verstrahlt sind wir da. Und uns gibt es jetzt schon seit circa 3-4 Jahren. Wir haben halt davor einfach miteinander gespielt und mit dem Namen Brennholz gibt es jetzt eben seit diesem Jahr. Also noch ganz frisch sozusagen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen genau in den Pressemitteilungen liest, es gibt bekannte Verwandtschaft, beziehungsweise dein Vater ist einer von den Grubertalern, gell? Darf man verraten, oder? Ja, genau. Darf man verraten. Also da heißt es dann, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und die Musik liegt im Blut sozusagen. Ihr macht auch die volkstümliche Musik, oder? Ja, genau, wir machen volkstümliche Musik und auch ein bisschen Schlager schon bei den Live-Auftritten und ungefähr so wie die Grubertaler. So wie die Grubertaler, ganz genau. Ja, und jetzt dieses Jahr geht's richtig rund. Also ihr seid jetzt ausgewählt worden in die dritte Runde sozusagen, immer wieder sonntags. Wie aufgeregt ist man? Ja, ein bisschen nervös sind wir schon alle, aber das darf man glaube ich auch sein bei so einer tollen TV-Show. Und wir freuen uns schon voll auf morgen eben und hoffen wir, dass das alles gut hinhaut. Ja, da drückt man ganz fest die Daumen, dass das funktioniert. Ich meine, ihr habt starke Konkurrenz, der hat schon zweimal gewonnen. Aber ich denke mal, euer Fanclub, ihr werdet schon die Sache auch rocken, wie man so schön sagt, oder? Ja, hoffentlich. Und wir taten uns natürlich auch freuen über einen Haufen Anrufe. Und da möchte ich auch schon mal Danke sagen für das, was für uns anrufen taten. Und wir taten uns voll freuen. Ihr habt jetzt schon Generalprobe gehabt und wie lief es ab, beziehungsweise wie sind die Temperaturen jetzt vor Ort? Also bei uns ist es auch schon wieder ziemlich heiß und ich glaube, die Steigerung kommt noch, oder? Ja, es ist auch ziemlich heiß da bei uns, aber zum Aushalten. Zum Aushalten, ich weiß, nebenan gibt es gleich die Wasserwelten. Wird es da nachher noch hingehen? Macht ihr da heute Mittag noch ein bisschen hier eine Abkühlung im kühlen Nass? Ja, wir hätten schon gesagt, dass wir heute mal ins Wasser reinhupfen bei dem schönen Wetter und dass wir in den Saison umschauen. Wunderbar. Jetzt ganz kurz nochmal, ihr seid zu viert, wie wir schon festgestellt haben. Wer gehört denn alles dazu? Sind die auch um den Weg? Sind die auch in der Nähe, dass sie sich zumindest mal ganz kurz ins Bild reintrauen? Na, momentan jetzt kurz sind sie nicht da. Okay, aber wer gehört dazu? Stellt's mal ganz kurz namentlich vor, wer dazugehört. Wer was wir holen sie, spielt. Okay. Ja, passt. Ja, ja, alles gut, wir haben Zeit, kein Ding. Und wie heißt jetzt euer Titel? Den mal ganz kurz auch noch verraten. Ja, unser Titel für die Sommerhitparade ist ein Sommer wie damals. Ich glaube, der passt auch ganz gut zu uns. Tiere dazu, ein paar Kindheitserinnerungen sind da widerspiegelt in dem Text drinnen und passt ganz gut zu uns. Seid ihr da schon so auch als Texter, Komponisten zu hören und zu sehen oder kriegt ihr eure Titel von außen zugesandt? Ja, wir kriegen unseren Titel von außen, aber wir haben selber ein bisschen mitgeschrieben und ein bisschen umtextet, das was uns gefällt. Ja. So, das passt, genau, wunderbar. Ja gut, ja. Dann wie gesagt, müssen wir euch wirklich merken, den Namen Brennholz. Also, der ist ein bisschen noch ungewöhnlich. Ich meine, Brennholz, klar, man verbindet das auch wieder mit was anderem, der Name. Ja. Aber ich denke mal, er bleibt im Ohr. Ja, ich glaube auch. Und deswegen haben wir den Namen auch ausgewählt. Und wir hoffen, dass man noch mehr werden hört von denen.
So, da kommen's. So, das ist. Beste. Das dürfte dein Bruder sein, Beste. So im Gesicht nach, oder? Ja, ja. Oh, okay. Haben wir das momentan nicht auf in Sphäre. Okay, also dein Bruder, der heißt wie? Johannes. Der Johannes und? Matthias. Nochmal ein Matthias, oder? Genau. Ja, genau. Sehr schön. Also, dann wünsche ich euch dreien jetzt, beziehungsweise euch vieren, alles Gute für die Live-Sendung morgen und drückt ganz fest die Daumen, dass ihr eine Runde weiterkommt. Danke. Und somit sage ich euch noch einen schönen Aufenthalt hier im Europapark bei Immer der Sonntags und morgen Nachmittag wissen wir mehr. Und wenn es irgendwann ist, machen wir eine Fortsetzung. Hoffentlich dann auch mal live, also von Angesicht zu Angesicht. Ja. Danke. Okay, dann macht's gut. Vielen Dank, danke, dass es kurz geklappt hat und alles Gute. Danke. Bis dahin, Servus. Servus, Frank.